Willkommen, meine Freunde, zurück auf Dead Island. Der Kanister mit den gefährlichen Chemikalien wurde bereits abgegeben. Wir haben uns die Freiheit genommen, diesen Teil vergessen aufzunehmen. Ja. Aber das handelt sich nur um 10 Sekunden. Dafür sind wir wieder zurück in-game und wir gehen jetzt die Hauptquest an, die der gute liebe Cajun angenommen hatte. Ja, genau. Ich bin nämlich auch am Start. Aber das ist auch nicht die Hauptquest, sondern eine andere kleine Nebenquest. Aber die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Beziehungsweise müssen Was wir haben wir denn da? Was gibt's denn da Leckeres in der Hauptquest? Ja, ja, wir müssen jetzt wieder hier so Blut holen. Mhm. So eine Blutprobe. Und dafür geht's jetzt wieder hier diesen epischen Berg hoch. Und in 40 Meter sind wir da. Und ich hör's auch schon grummeln. Wer ist denn das? Hallo? Ja, ich hab gerade einen fahren lassen. Oder was du das meinst. Ach, deswegen. So, hast du irgendwas da um. Hast du einen Molotow-Cocktail oder sowas? Nö, gar nichts mehr. Die hoch und so. Okay. Was ist denn hier? Ah, okay, der ist schon mal runtergefallen. Das ist super. Kommen die denn alle her hier, sag mal? Ich glaube, wir hätten Alter, ist doch schön enthauptet. Nö, nö, nö. Ach. Du, das ist in 33 Meter sind wir da. Aber es sind ja schon eine ganze Menge, ne? Muss man auch mal sagen. Ach du ja. Scheiße, jetzt hat er mich hier runtergeworfen, der Mongo. Steh auf! Komm, Junge! Bob Barleby! Oh, schön hier erstmal den Arm ab und jetzt auch noch die Birne wegge... Wo bist denn du eigentlich? Ja, weggesäbelt. Erhol dich, Junge, erhol dich. Hier, was ist das denn? War das mal eine Frau oder ist das einfach nur ein hässlicher Nerd? So, schön die Kohle einsammeln, nicht vergessen, ne? Oh Scheiße, jetzt habe ich dich aus Versehen geheilt. Danke. Jo, gerne. So, dann geht's weiter. Wir müssen uns jetzt hier links halten. Da steht jetzt irgendwas von... Oh, egal. So, da in diesem Häuschen müsste das drin sein hier. Hört sich ja schon wieder einladen dann. Ja, prickelnd. Was, renn hier? Ah, mach mal die Tür auf. Wichser. Da kommt was von draußen. Oh, fuck! Ich hatte gerade mal einen Rücken frei hier. Aber den einen habe ich schon mal getötet hier. Ah, scheiße, meine Machete ist schon wieder down, deswegen. Nehmen wir mal hier den behinderten Zerschmetterer, der wieder heißt. So, genau, also hier sind so Sachen, die man mitnehmen muss. Ich stehe offenbar direkt davor, aber ich sehe es irgendwie auch gar nicht. Ach so, hier, von dem eine Gewebeprobe und da drin müsste auch einer sein. Jo, habe ich. Können wir wieder zurück. Das war's. Okay. Und da wird auch schon eine Hauptquest angezeigt. Ich würde sagen, wir sprinten einfach mal zurück. Ja. Beziehungsweise hier quer übers Feld wieder. Und ja... Benni, was gibt's Neues bei dir? Hast du dir inzwischen mal dieses Meteoritenvideo angeguckt eigentlich? Ja, wir schon seit Tagen gesprochen haben. Ja, ich hab's mir mal angeschaut. Das ist schon mega krass. Also, das ist schon heftig. Was hast du denn da genau gesehen? Ich habe gesehen, wie Feuer vom Himmel regnet. Ja, genau so ähnlich sah es auch aus. So. War zwar eher, naja, egal. Also, ich würde sagen, wir gucken uns das nochmal an. Ja, ich hab mir das Armageddon-Video angeschaut. Ach so, ja, ja, genau. Das, so ähnlich sieht das auch aus. So, jetzt geben wir hier natürlich diese Gewebeproben ab. Ich hoffe, dass die... Nein, ich habe einfach nur gesehen, wie zerstörte Gebäude da gewesen sind und so ein bisschen was kaputt ist, ne? Das, was halt in der Zeitung war, aber das Video habe ich noch nicht angeschaut. Ah, okay. Ist beeindruckend, bla bla. Puzzlestücke, die jetzt noch fehlen. Und jetzt hoffe ich, kann der mal was bauen? Wir haben... Alter, eine Magnum, Digga. Hol dir die Magnum ab, Mann. Ja, kannst du mir auch mal meine Magnum da lassen? Das war nämlich meine. Ach so, bei Nebenquests gibt's nur eine, oder wie? Nee. Nee, weiß ich nicht. Ich hab, glaube ich. Das war. Du hast zwei. Ich hab zwei, Tatsache. Warte, fallen lassen. Zack. Nee, du hast mich fallen lassen. Doch, da liegt's. Doch, hab ich. 50 Schuss habe ich mit der scheiß Magnum. Was? Benötigst du für 28? Dann hebst du doch auf. Ich habe noch keine 28. Okay, dann verwalte ich die so lange für dich. Ja, gibst mir die nachher wieder. So, wir gehen jetzt zur Hauptquest hier. Hab nur noch eine. Wie viel EP brauche ich denn noch? Oh, ich brauche gar nicht mehr so viel. Dann bin ich schon Stufe 28. Oh, das ist super. So, ich rede jetzt hier wieder mit Karlchen. Ja, mach die Teile fangen an, sich zusammenzufügen. Ich muss aber auf den anderen Spieler warten, wo der sich schon wieder rumtreibt. Das ist mir ein Rätsel. Tada! Tada! So, Kuru ist hier unter den eingeborenen Bevölkerungen einheimisch, aber die Inkubationszeit kann... Bla, bla, bla. Ja, toll. Das ist ja manchmal wirklich zu schnell. Also, lest es einfach selber. Hört sich auf jeden Fall hochinteressant an, was der gute Dr. West uns hier erzählt.
Es gibt ein neues Virus innerhalb von Stunden. Ach du Scheiße, Mann. Jetzt braucht er noch eine Blutentwicklung für einen Impfstoff. Schwierigkeit sehr schwierig. Oh mein Gott. Hatten wir schon mal sehr schwierig? Wir hatten bisher nur schwierig, glaube ich. Ich glaube doch einmal. Und ich glaube, das war sehr schwierig, oder? Naja. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe jetzt hier keinen Marker. Ach, guck mal, der Kapitel Opa. 13 schon. Ach, guck mal, hier, da gibt's Cash. Wir haben ja die Probe schon. Offensichtlich. Cool, reines Blut. Okay. Nee, doch nicht. Nee, aber, nee, wollte gerade sagen. Doch, aber wir haben noch die Quest gerade erfüllt. Wir haben noch gerade $3000 bekommen. Ja, vielleicht war das für die andere Quest. Oh, nee, keine Ahnung. Ja, egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal upgraden gehen, weil wenn wir sterben, wird ja unverhältnismäßig viel Kohle immer abgezogen. Und da werde ich erstmal das Ding hier reparieren. Mit meinen unendlich vielen Möglichkeiten an Kohle, die ich habe. Und dann werde ich den gewöhnlichen Schnitter, so heißt er nämlich bei mir, erstmal upgraden. Und zwar auf 4. Magnum haben wir da. Ja, ja, ach komm hier. Jetzt habe ich noch 1400. Die kann ich ja irgendwann später noch gebrauchen, ganz gut. Witzig ist auch immer, dass wenn man hier reinkommt, wieder alle Schränke irgendwie voll sind. Aber egal. Auf jeden Fall ist es jetzt Zeit, Benny, wieder Auto zu fahren. Willst du diesmal? Wir müssen, so wie es aussieht, auf jeden Fall diesmal nicht den Berg hoch. Wo ist denn die Karre? Ist das das Auto? Nee. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, wo habe ich denn jetzt meine Pistolenmunition? Ich habe gerade Herstellung Pistolenmunition gemacht. Ja, wirst du schon irgendwo haben. Also modifizieren? Die wirst du schon haben, die Kohle. Da bin ich mir recht sicher. Ich hol dich gleich mal ab hier mit dem Auto. Ja, mach mal. Auch wenn die scheiß Karre schon ein bisschen qualmt hier. Aber das ist ja auch völlig Wumpe, denn wir fahren ja gerne Auto und bisher, ach du Scheiße, schon wieder ein Crash. Ist uns auch noch kein, wo kommt der denn her? Der stand doch eben noch nicht da. Bisher ist auch uns auch noch kein Auto explodiert, oder? Also, soweit ich mich erinnere. Bisher nicht. Ich glaube, aber das geht auch überhaupt nicht in dem Spiel, dass Autos explodieren können. Ja, aber die können wahrscheinlich liegen bleiben oder irgendwie sowas. So, kommst du, Geule? Soll ich vielleicht lieber fahren? Nö, nö. Ach, jetzt müssen wir doch wieder da lang. Also das Navi ist absolut für den Arsch. Jetzt habe ich mich hier natürlich gerade festgeparkt. Scheiße, Mann. Kannst du mal nach hinten gucken und mich einweisen so ein bisschen? Ja. Also ich sehe hier nicht so Moment. Viel. Der Rückspiegel ist auch dreckig. Rückfahrkamera. So, oder was? Ja, ganz toll, jawohl, super. Da können wir jetzt wenden. Und dann sehe ich auch wieder was. So, Spitze. Und da Benny ja leider hier nicht in der Lage ist, Offroad zu fahren. Oh, Scheiße. Ja, zeig doch mal, wie du das machst. Komm, zeig's doch mal. Fahr ich hier lang. Und ich vermute stark, Benny, da die Mission sehr schwierig ist, dass wir jetzt wieder in diese Arena müssen. Und in der Arena wieder unser Mann stehen müssen. Wenn wir denn jemals dort ankommen. Wenn wir denn niemals dort ankommen, so sieht's aus. Aber das sieht doch ganz gut aus hier. Ich glaube eher, wir müssen die Typis da oben befreien jetzt. Welche Typis? Ja, es sind ja, nee, es sind noch 260 Ach, Meter. Scheiße, Mann, ey. Nee, das wird schon diese eingeborene Nest sein da. Aber die können wir ja trotzdem nicht, irgendwann mal befreien hier. Auf dem Rückweg. Ne? Ja. Wollen wir den auf dem Rückweg befreien? Sind wir so gnädig? Ja, obwohl es ihnen da eigentlich ganz gut drin geht. Ich meine, wenn wir den da wirklich Alter, Tausender. Ist er tot? Nee. So, steig mal aus. Er ist nicht tot. Oh, fuck, Mann. Mach ihn jetzt tot. Ja, überfahr mich halt. Okay. Jetzt ist er tot. Ich auch gleich. Fahr die mal rum. Hab ich. Ich hab die überrumpelt. Sauber, und weiter geht's. Hast du die Kohle? Ja, neues Fähigkeitslevel. Oh super, da kann ich dir dein Magnum gleich geben. Jo, kannst du mir gleich den Magnum geben. Super, ne? Und weiter geht's. Oh Gott. Also ich hänge hier gerade ein bisschen. Ich glaube, wir müssen echt zu Fuß weiter. Oh, Scheiße, Mann, das gibt's doch gar nicht. Also ich glaube, da draußen ist irgendwie Action. Ja. Alter, fahr doch, Mann. Ja, so viel zum Thema Lars fährt Auto. So, meine Güte, aber auch. Wie gut, dass es mal wieder so ein schöner Bug des Spiels ist, dass uns die Zombies im Auto nicht angreifen können. Ja. Wir sind hier quasi wieder im Offroad-Panzer. Oh mein Gott, ey, was zappeln die hier rum? Vor allen Dingen, wie viele Wissenschaftler passen denn da in diesem
Tausender! In diesen kleinen Bunker rein. Scheiß jetzt mal auf den Tausender. Genug Kohle. Ja, du vielleicht. Okay, dann fahren wir mal vernünftig. Da ist die Muschi. Glaube ich. So. Ach, guck mal, das Tor ist sogar schon offen. Tatsache. Ups. ich glaube, die Karre brennt. Lass mal aussteigen, vielleicht. Ja. Oh ja, nee, das ist der Typ, das Lagerfeuer da drunter. Ach so. Scheiße. Ob das eine gute Idee ist, da zu parken? Ich brauche Oleanderblüten. Ey, du hast garantiert welche. Ich habe auch ein paar. Wir können unsere Leben beenden. Ja, bla, blub, hier, komm, ma, machen wir. So, gib mal die Blüten hin. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Sprich mal mit dem. Kann ich nicht. Ah, doch, jetzt, ja. Ich hab's ihm gegeben. Okay, der hat... Oder nee, geht doch nicht. Nee, wir müssen den holen, ich habe keine Oleanderblüten. Ach, scheiße, Mann. Ja, egal, lass uns erstmal den Häuptling aus Uganda hier bequatschen. Jede Person in meinem Dorf hat das Fleisch der Unsterblichen verspeist, aber nicht viele sind auferstanden. Die Geister sind uns böse. Der einzige Krieger, die uns bleiben, sind die in den Gräbern. Es ist in den Bergen, in der Nähe unseres Dorfes. Bring mich zu deinem Boot, dann werde ich dich führen. Ja, okay, dann gehen wir mit dir. Eskortiere Busch-Strummel. Ja, Häuptling Busch-Strummel, dann komm mal. Habt ihr ins Auto einsteigt? Das sieht aus wie Tingeltangel-Boppe. Ja, Mann. Nur kleinere Füße. Oh, der ist schon wieder so arschlangsam, ey. Komm, der steigt doch bestimmt ein Auto ein, wenn wir da... Ach komm, scheiß drauf. Wir begleiten den zu Fuß. Guck mal, der hat einen Tanker an. Im Ernst? Tatsache. Was denkt der da für ein Zippel? Ist das ein Leuchter, oder? Ja, ich glaube, das ist hier also mal ein Elefantenleuchter. Ja, Mann. Oh mein Gott. So. Oh, jetzt eine Schnellreisenkarte. Gott sei Dank. Aber ich glaube, das interessiert den Macker nicht. Wo wollen wir denn hin? Zum Boot. Zum Boot? Aber weißt du, wie weit dieses scheiß Boot weg ist? Jo, ich bin die Schnellreise am machen. Warte auf andere Spieler, komm her. Im Ernst, sollen wir das machen? Ja, natürlich. Wenn der Opa dann weg ist? Weiß ich nicht, sehen wir ja dann. So. Ach du Scheiße. Ja, toll. 155 Meter. Wo ist jetzt Opa Mugabe hier? Oh, 155 super. Meter im Jenseits ist der Typ. Nein, Tupa. Hier ist noch eine Schnellreisekarte. Oh Mann, scheiß drauf. Ey. Laufen wir schnell, oder? Ja, ich weiß ja nicht, ob wir da auch wirklich hinkommen, ob das hier die richtige Insel ist. Komm, wir laufen da jetzt einfach mal hinterher. Gibt's hier kein Auto? Oh Mann, vergiss es. Jetzt sind doch viel zu viele Zombies schon wieder. Nee, nee. 300 Meter, der geht immer weiter weg. Nein, nein, der kommt schon. Ich sehe ihn schon auf Radar, komm. 100 Meter nur noch, da ist er gleich. 190 Meter. Ah, der ist ja gleich. Ach du Scheiße, Mann. Alter Finne, sah das geil aus. Ja, der ist angerannt gekommen. Ich habe echt mal so die Birne weggeratzt. Aber ich habe ja auch gerade hier meinen, wie heißt er? Der Zerstörer. So, wo ist ein Obi? Oh, hier ist ein Tausender. Im Ernst? Wollen wir den töten? Oh ja, ist klar, ey. Witzig ist auch, wenn er umgeworfen wird, erholt er sich erstmal so, dass er wieder total voll ist. Naja, egal. So, meinst du, er kommt da. Bist du schon bei dem eigentlich, oder? Nö. Wir müssen hier auch durch den Wald, ne, weißt du? Ja, warte, dann helf mir mal. Glaube ich, oder? Wir kommen da nicht durch den Wald. Oh, scheiße, Mann, du mit deiner verfickten Schnellreise, ey. Jetzt sind wir hier wieder mitten in der Pampa. Das funktioniert. Ja, total gut. Wir sind voll auf der falschen Insel hier. Wo bist denn du jetzt? Hinter dir. Ist das... Ja, hier ist die Forschungsstation. Also, der muss ja irgendwo rumkrebeln. Alter, jetzt ist hier der Tausender und ich stehe hier mit ihm alleine, oder was? Scheiße, Mann. Ich glaube, das bringt nichts. Wir müssen zurück ans Boot. Ja. Ja, wir müssen zurück ans Boot. Oh, ich habe den Tausender gekillt und der hat keine Kohle dabei, der Penner. Wie ans Boot.
Ja, müssen gleich wieder zurück ans Boot. Wo ist denn der Typ, ey? Wir müssen doch erstmal zu dem Typen, der ist da oben in den Bergen, oder nicht? Der ist ja, aber quasi... guck doch mal, mein Marker zeigt aber zurück. Ja, aber nur weil wir da nicht weiterkommen. Ich hole jetzt den Opa ab da, scheißegal. Der ist da hundertprozentig oben und wartet auf uns, der Volltrottel, ey. Kann ich, glaube ich, nicht. Der ist genau da, wo wir abgehauen sind. Das zeigt doch hier auch in die Richtung, dass er hier langläuft. Oh Mann, diese scheiß Eingeborenen, ja? Weißt du, wie weit das noch ist? Wir müssen durch den ganzen scheiß Dschungel durch. Ah, das geht schnell. Naja, ich glaube nicht, dass der da ist. Er ist da hundertprozentig. Fuck, Mann. Ja, ich bin dann auch gleich tot. So, weiter geht's hier. Oh, hundertprozentig. Da können wir gleich den Typen da hinten befreien und dann... Oder läuft der zu uns? Er sieht jetzt schon ein bisschen merkwürdig aus, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ah, guck mal, hier sind wir schon. Ja, ja, der ist da, 100 Pro, der ist da hier. Der ist da. Scheiße, Mann, ich hoffe, die sehen uns nicht. So, hier, die noch wegschnippeln hier. Die eingeborenen Urtanten. Wo bist du denn schon wieder? Ach, da vorne schon. Ja, siehst du, und jetzt ist der Marker nämlich wieder richtig gesetzt. Naja, dein Wort in... In deinem Ohr. Ja, da unten ist er, Tatsache. Das sag ich doch. Der Mongo hier, die ganze Scheiße umsonst gemacht. Egal. Der Part ist wieder... Oh Gott, ey. Der Part ist leider schon wieder ein ganzes Weilchen zu Ende. Der ist tot, der Olle. Oh, nicht dein Ernst. Im Ernst? Ich glaube, der ist tot, ja. Steht der auf, der Mongo? Bin gleich bei ihm. Ja, der sieht aber ziemlich rot aus, du. Naja, ich weiß. Aber auch nur auf der Karte. Boah, wo ist der denn? Er muss da vorne sein. Ja, Tatsache, da steht er. Oh Mann, Alter, ey. Jetzt ist auch wieder weiß auf der Karte. So, was will der Affe jetzt? Oh Scheiße, da ist auch noch so ein Überzombie. Ich bin gleich tot. Hast du was zu werfen oder so? Nö. Maschinengewehr? Alter, jetzt geht der Opa da drauf. Ja, super. Nicht schießen. Bringt nichts. Komm in den Rücken rein. Ja, nehme ich wieder meine Todesmachete. Okay. Ich hoffe, der Sack kommt jetzt mal. Jeder kennt eine Abkürzung. Wir sagen aber tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal.